So, willkommen zurück zu Ozzy's Earth Adventure, wo wir in der letzten Folge an dieser Stelle hier schon die ganze Zeit rumgefailt haben. Und ich hoffe, dass das jetzt in dieser Folge nicht wieder der Fall sein wird. Ich muss nämlich zugeben, ich bin schon ein bisschen angenervt von dieser Ecke. So. Was wohl der Grund für den letzten Fehler war, den wir da gemacht hatten, oder den ich da gemacht hatte. Alter! Oh, 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 oh! Okay. War durch. War legitim. War in Ordnung. So. So, mal sehen, ob wir hier jetzt auch wieder so problemlos hochkommen. Jo! Ja, die durfte ich nicht berühren, haben wir festgestellt. Aber vielleicht kann man sie stumpen. Nee. Alter, stell dich mal richtig. So, jetzt kommst du wieder runter und in der Zeit gehe ich hoch. Danke. So, und hopp. Und hopp. Und hopp. Nee, man kann sie nicht stumpen und ich bin tot. Oh Mann, nee, ne. Schwede. Was bin ich froh, wenn die Stelle hier rum ist? Das gibt's doch gar nicht. Ist das richtig gelandet? Oh, alter Finne! Das liegt, glaube ich, schlecht. Ja, aber ist mir scheißegal. Ich bin da durch. So. Tschö. 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 Hat geklappt. Hopp. 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 Der Walljump erstaunlich gut klappt der. Also für einen Amiga. Oh, nee. Nee, 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 nee. War der Walljump erstaunlich gut. Wow. Da war ich jetzt überrascht, dass das direkt geklappt hat. Muss ich euch jetzt beim zweiten Mal wieder stumpen? Egal, einfach mal gemacht, dann klappt das auch. So, wo waren wir kaputt gegangen? Wir waren ja schon mal hier. Das hier dürfte ja kein Thema sein. Ach so, hier waren wir kaputt gegangen. Direkt vom Checkpoint. Das war super. Was ist das denn? Ach so, die ziehen sich ein. Okay. So. Nee, nee. Ach so, okay. Ich dachte schon, ich muss dazwischen stehen bleiben. Aber das passt. Zack. Zack. Was soll ich denn hier mit der Frucht? Really? Die Dinger da in der Mitte kann ich garantiert nicht kaputt machen. Die haben Pika. Ich muss da wirklich mit einer Frucht rüber. Oh, nee. Okay, dann holen wir mal eine. Ich würde die gern kaputt machen, aber die haben Pika. Das probiere ich gar nicht erst aus. Das klappt nicht. Och, das war ja doch gar nicht so wild. Hup. Und hup. Klatsch. So. Da oben gibt's was zu entdecken. Alter, Alter. Wie soll ich denn hier wieder wegkommen? Wie soll ich denn hier wieder wegkommen? Und da ist ein Checkpoint. Hätte ich das gewusst. Oh, verdammt. War das eine scheiß Situation. Ja, und das war doof. Okay, aber das hier war ja jetzt halb so wild, haben wir ja festgestellt. Komm, zack.
und hup. Habe ich mich jetzt erschrocken, wie der Schatten losgesprungen ist? So, tschö. Waren wir da oben schon? Ja, waren wir schon. Oder waren wir da? Ne, da waren wir runtergefallen, ne? Alter! Alter, warum fällt man denn da? Ey, das gibt's doch gar nicht. Hallo? Ja, Walljump. Mann! Ja, und das ist natürlich toll für einen Walljump-Künstler, wenn da oben dann auch noch sowas ist. Hopp. Geht weg, Pixar. Ich mag euch nicht. Hier können wir direkt durchlaufen. Das ist schon mal prima. Ich komm, Frucht. So. So, tschö. Was bist du eigentlich für einer? Was ist das für ein Nocken hinten auf dem Rücken? Ey. Naja, egal. Ich finde übrigens gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob das in den anderen Folgen auch schon so war. Ich finde die Musik gerade nicht sonderlich hilfreich. Ich bin heute, glaube ich, ein bisschen anfällig für sowas. Oh, tschö. Oh. Ach, da sind Pika wieder dran. Da unten auch, okay. Ja, zeig mir, wie man in die Pika springt. Das ist eine super Idee. Checkpoint, ich komme. Alter. Ja, okay. War wieder so eine Stelle. Erster Moment. Oh nein. Und in Wirklichkeit gar kein Thema. Hier allerdings könnte halt, glaube ich... Nee. Nee. Okay, auch in Ordnung. War nur das Schlimme, der erste Sprung. Und der war glücklicherweise direkt richtig. Hopp. Nein! Ach ey. So. Was war das denn? Das hatten wir noch nie. Das war unfair. Mensch! Neuer Ersatz für die Schnecken. Auf die ich ja nie reingefallen war. Die habe ich ja von Anfang an erkannt. Aber das hier war jetzt absolut neu. Ja, hier hatten wir aus Versehen richtig gemacht, ne? So. Hopp. Hopp. Und hopp. Wow. Da hätte ich jetzt beinahe nicht dran gedacht. Der hat mich am Arsch erwischt, die dumme Nuss. Spring, spring. Gut. So. Alter, da kommt... War das eben die gleiche Stelle? Kommt das Viech immer wieder? So, lasst mich durch. Wie die schlürfen. Hup. Und hup. Und hup. Ey, der kommt aber weit hoch. Meine Güte. Ist das Ding jetzt da links an der Wand aufgetaucht? Wie kommt man denn da hin? Kommt man da mit einem Doppeljump dran? Ach, von der... Sag mir nicht von der Wand aus. Ernsthaft? Nö, ich mach das so, Edge. Nur Anfängermann hat über die Wand. Ah.
So. Tag, ihr zwei. Na? Alter. Okay, man braucht nur normal drauf springen. Das Dumpen ging nämlich nicht. Ich hab's versucht. Ey, die Viecher sind wirklich gemein. Die sind wesentlich gemeiner als die Schnecken. Die Schnecken kann man ja sehen, aber die hier kommen ja irgendwo aus dem Boden. Ja, da kam wieder einer. War klar, das war... Oh, was sehe ich denn da am Boden? Tut mir da was? Da ist doch ein Auge und daneben ein Piekser. Okay. Ich trau dem Ding nicht. Ja, okay, scheint nur Deko zu sein. Wow. Über eine Blase, da hinten drauf. Alter. So. Puh. Aber ich komme wieder rein. Ich komme wieder rein. Merkt das? Ich komme wieder rein. Naja, ich bin zu früh. Ich bin blöd. Ich komme doch nicht rein. Weg mit dir. Weg. Oh. Was ist das denn? Alter Schwede. Ja, okay. Dran springen, weiterspringen. Das ist nicht das Thema. Aber da hoch muss ich erst. Autsch. Da hoch. Kommt da wieder was aus dem Boden? Oh. Hoch. Hoch. Alter, ja, das war ein bisschen übertrieben hier. Jetzt gleich drei von den Dingern, oder? Oh, siehst du, wie gesagt, das ist gar kein Eckchen, kein Problem. Das aber allerdings doch, wenn man zu spät guckt. So, weiter. Hopp. Hopp. Okay, du bist kein Problem. Du allerdings schon, aber war auch okay. Komm nochmal. Haha. Zeigt er uns schön, ne? Hab. Die sind so gemein, ey. Die sind so gemein. Kommt hier in der ersten Ding auch runter? Ja, tatsächlich. Oh Mann, ich sehe mich jetzt schon fehlen. Ich sehe mich schon fehlen. Vor dem Levelende. Ah! Verdammt! Also das muss man schon sagen, das Spiel hat vom Schwierigkeitsgrad doch stark angezogen. So, wenn man so an den Anfang denkt. Aber ich find's klasse. Das macht richtig Fun. Und es ist auch immer noch nicht übertrieben schwer. Aber... Das hätte man am Anfang echt nicht gedacht. Hup. So, kommt hier wieder was? Die kamen gar nicht erst hier. Die waren direkt da an der Wand. Naja, das ist egal. Ach so, wenn man sie einmal durch hat, dann erscheinen die nur noch da, wo sie einschlagen, oder was? Nein, da falle ich nicht drauf rein. Das ist nämlich der Levelende. Ich will den Stern noch haben. Haben wir 5? Jawohl. Oh, oh, oh. Oh, wow. Und Level complete.